Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal einen Text vorlesen von Crying, gechannelt von Lee Campbell. Den habe ich gestern bekommen. Er ist zwar schon vom 14. Juli, aber ich habe ihn gestern erst bekommen und ich finde ihn sehr spannend, sehr interessant. Und deshalb möchte ich ihn gerne mit euch teilen. Entspannt euch und hört einfach mal zu. 2013, ein schwieriges Jahr. Ich grüße euch, ihr Lieben. Ich bin Cryan vom magnetischen Dienst. In diesem Moment scheint es in diesem Raum einen Schalter oder eine Änderung in der Energie zu geben. Jene, die sitzen und zuhören, sind möglicherweise sich der Tiefe dessen, was mit meinem Vater physisch geschieht, um zu channeln, nicht bewusst. In diesem Moment erkennen alle seine Zellen in seinem Körper den Zustand an, in dem er ist, und haben alle unnötigen, greifbaren Prozesse ausgeschlossen. Sie haben die Alterung, Verdauung und sogar die Schmerzen eingestellt. Sie haben all diese Dinge einfach eingestellt, damit sie für die Energie von der Zirbeldrüse, das hier, bereit sind und sie hören können. Es öffnet sich mit so wenigen Filtern wie möglich, und dies wird erlauben, die Stimme, die Sie kennen, durchkommen zu lassen. Die Stimme ist die von zu Hause. Das ist, was geschieht. So ist jetzt hier eine mitarbeitende Energie und das ist neu. In einer älteren Energie, wenn ihr mit jemandem spricht, der gerade in Trance gehen würde oder dann auch wieder zurückkehrt, würde er rauskommen und sagen, es war eine anstrengende Erfahrung. Er könnte sagen, das hat meine Energie geschwächt. Ich bin müde. Aber wenn mein Partner das Channeling beendet, könnte er tanzen, wenn er wüsste wie. Tatsächlich ist die Energie großartig und er wird am Ende nicht ermüdet sein. Das liegt daran, weil er in den wenigen Momenten, in denen er in diesem sich verändernden, mehrdimensionalen Zustand ist, nicht einfach nur mit Informationen, sondern auch mit Lebenskraft erfüllt wird. Er ist in einem Zustand, den die meisten Menschen in sich selbst haben, aber nicht sich selbst erlauben. Es ist ein Zustand, der vollständig offen und zugänglich für die Energie des Gottesteils des Menschen ist. In diesem Zustand gibt es Heilung und Hilfe für den Wandel. So gebe ich euch Informationen, die weit persönlicher sind als einfach nur Mitteilungen von der anderen Seite des Schleiers. Es spricht mit dem Gottesteil in euch. Es ist interaktiv. Dies ist ein schwieriges Jahr, 2013, und wir werden deshalb gleich mehr erklären. Aber jetzt möchte ich euch einfach noch einmal sagen, dass ich hier kein isoliertes Bewusstsein bin. Was ihr jetzt hört, ist eine kurze, lineare Übertragung in eurer Sprache, die ihr verstehen könnt. 23 Jahre lang hat mein Partner dies geübt. Er brauchte 4 Jahre dafür, einfach seinen Mund aufzumachen und es zu probieren. Und dafür brauchte er noch 3, bevor er es in Sätzen floss. Das, was wir in ihm begonnen, ist die Brücke, die er verstehen und überqueren musste. Er begann mit Gedankengruppen, die keine Linearität hatten. Es war alles konzeptionell. Bald bekam er jene Gedanken mehr in Linearität geliefert, aber er konnte sich nicht erinnern, was sie waren, weil sie viel zu schnell hereinkamen. Damals gab es keine Interaktion mit seinem Bewusstsein selbst. Und die Mitteilungen wurden ihm einfach geliefert und dann rückerinnernd zum Publikum gesprochen. Es war fast, als würde er die Gedanken speichern und sie dann in der Sprache wiedergeben. Das waren die Anfänge, channeln zu lernen. Ich erinnere mich an die Zeit, als er sagte, ich gebe auf. Das ist zu schwer.
Warum kannst du auf der anderen Seite nicht einfach linearer sein? Verlangsame und gib es mir, wie ich es liefern kann. Als er diesen Dialog startete, öffnete er die Tür für Antworten. Wir sagten, warum kannst du als Mensch nicht mehrdimensional sein? So entwickelte mein Partner zwischen den beiden Konzepten die Fähigkeit, seine lineare Box zu öffnen und die Struktur zu beseitigen. Er destrukturierte sich und das erlaubte uns dann in die Stelle zu passen, die er für uns in seinem Prozess geschaffen hatte. Er erlaubte in seinem Körper der Eindringling zu sein und half die mehrdimensionalen Mitteilungen in einer anderen Sprache geliefert zu strukturieren und in Realzeit zu erleben. Ich gab euch einfach nur die Geschichte von seinem Channel-Lernen. So, was ihr jetzt durch ihn sagen hört in eurer Realzeit, ist die beste Interpretation, die er in einem dreidimensionalen physischen Körper geben kann. Was er von meiner Seite des Schleiers fühlt, ist auch verfügbar. So kennt er die Akasha eines jeden von euch für diesen Moment. Er kennt die Schwierigkeiten, die euch hierher brachten, um dies zu hören. Er weiß, was ich in diesen Momenten weiß. Er weiß von den Umständen und der Synchronizität, die euch erlauben, dort zu sein, wo ihr im Bewusstsein und im Leben seid, wo ihr seid. Er sieht, was ihr nicht seht, aber was wir sehen. Er sieht die Umstände in eurem Leben, egal was euer Alter ist, um der nächsten Phase eures Lebens zu ermöglichen, euch weiterzuentwickeln. Er sieht die Dinge, die ihr in diesem Raum mitbringt, anhört oder die Aha-Erlebnisse, die ihr habt oder sieht die Hilfe, die ihr benötigt, um ein wenig mehr von euch zu verstehen. Die Direktive dieses Tages ist es, die Großartigkeit innerhalb zu finden. Jetzt gibt es das Puzzle. Deshalb möchte ich kurz darüber sprechen. Warum ist dieses Jahr so schwierig? So viel, wie ich davon spreche und so viel, wie mein Partner davon spricht, gibt es immer noch einen Teil des Gehirns der alten Seele, die sagt, ist das wirklich notwendig? Und die Antwort ist ja. Ist es wirklich? Der Seitenwechsel der Menschheit ist zwischen der alten Energie und den Potenzialen des Neuen abgeschlossen. Der Unterschied ist wirklich innerhalb des Gleichgewichts von Dunkelheit und Licht und dem, was geschieht, wenn ihr dunkle Dinge freilegt und beleuchtet, die niemals gesehen wurden. Ich kann alle Metaphern benutzen, aber stattdessen möchte ich euch einige Merkmale geben, die ihr vielleicht nicht erwartet. Ich werde mit dem Schwierigsten zuerst anfangen. Die Abreise einiger Lehrer. Wie erklären wir euch dies, ihr Lieben? Macht es so einen Sinn? Wir werden uns bemühen. Bis zum Jahr 2013 habt ihr an einem anderen Puzzle gearbeitet. Es gab keine absolute hundertprozentige Chance oder vollständige Sicherheit, dass ihr diese Verschiebung machen wolltet. Der freie Wille ist so und Spirit kann euch nur auf Potenziale basierende Informationen geben. Wir geben euch die Informationen, die wir vor uns sehen, die der Jetzt-Moment repräsentiert. Wir können nicht vorhersagen, was ihr macht, aber wir geben euch Potenziale davon, was stattfinden könnte, auf dem basierend, was ihr denkt und im Moment auch macht. Wir können euch immer ein größeres Bild geben, dann könnt ihr für euch selbst sehen, weil wir stehen
und alles beobachten. Wir haben einen Überblick, den ihr nicht habt. Und von diesem Überblick war immer darauf hingewiesen worden, dass ihr euch in eine Richtung bewegt, die positiver ist, als ihr sehen konntet. Auch wenn ihr den Überblick über die Potenziale nicht so klar sehen könnt, wie wir es können, ruft die Realität um euch, dass es geschieht. Aber es geht so langsam. All dies könnte sich sofort durch den freien Willen wenden. Deshalb ist es niemals absolut. Es ist genau wie die Uhr zu beobachten. Könnt ihr wirklich den Uhrzeiger sich bewegen sehen? Oder nicht? Wenn ihr dann wieder nach einer Weile draufblickt, hat er sich tatsächlich verschoben. Ihr seht eine Pflanze wachsen und es ist die gleiche Sache. Ihr wisst, dass Wachstum geschieht, aber es ist zu schwierig, es in Realzeit zu beobachten. Deshalb benötigen die Menschen Momentaufnahmen, die auf das basieren, was sie sehen, statt vollständig in ihren Verstand zu messen, wo die Energien hingehen könnten. Es ist viel geschehen, was die Menschen sehen, und es bringt sie durcheinander. Es scheint fehl am Platze, was sie vielleicht in dieser Zeit erwarten könnten. All dies ist zu sagen, dass einige von euch Freund im Tod verlieren. Und es scheint nicht synchron in dieser neuen versprochenen Energie. Ich weiß, wer hier ist, wer hört und liest, und es würde nicht angemessen scheinen, dass ihr einen Freund verlieren würdet oder einen zu diesem Zeitpunkt liebt. Jetzt gibt es einige im Raum, die kürzlich jene verloren, die sie geliebt haben. Und es schien besonders verletzend, weil diese Lieben offenbar noch nicht bereit waren. Sie schienen nicht bereit zu sein zu gehen. Im Fall meines Partners verlor ein Teammitglied in der Crying-Arbeit und ich kann mich an den Moment erinnern, als er es herausfand, dass er sehr sauer auf mich war. Er sagte zu mir, es ist unfair, nicht richtig und unangemessen. Dieser Mann war ein Lichtarbeiter, der seine Dinge gut machte. Wir brauchten ihn. Er war ein Heiler. Andere brauchten ihn. Er schien so viele Jahre zu bleiben und jetzt ist er weg. Vor 2 Wochen verlor mein Partner noch einen Freund. Er ist damit nicht alleine. Viele Menschen, einschließlich jenen im Raum, die das lesen, erleben die gleichen Dinge. Für einige ist es das Jahr des Verlustes. Deshalb möchte ich euch einige Erklärungen geben. Ich möchte euch klar sagen, was wir jetzt sehen. Wir konnten es euch nicht früher sagen. Es gibt eine große, nicht ausgesprochene Zukunft, die beginnt, sich in diesem Moment aufzubauen. Es ist eine Zukunft, über die wir euch nicht erzählen konnten, weil ihr nicht an diesem Punkt angekommen wart, wo das Verschiebungspotenzial derart stark war. Jetzt, im Jahr 2013, seid ihr dort. Ihr habt die Mittelpunktmarkierung der Präzession der Tag- und Nachtgleiche überschritten. Und das war wirklich ein Abgrenzungspunkt, den auch die Eingeborenen sahen. Es ist ein Zeitfraktal, doch sie nannten es nicht so. Allerdings war es ihnen so klar, dass sie ihre Kalender und Prophezeiungen auf ihre spirituelle Weise um ihn herum bauten. Jetzt können wir euch darüber erzählen. Und dort fängt auf der anderen Seite eine gewisse Planung an, die euch alle betrifft. Es sind alte Seelen, die scheinbar vor ihrer Zeit gehen mussten, damit sie in diesem Augenblick auf meiner Seite des Schleiers ankommen konnten. Sie mussten sich erfrischen, aktualisieren und schnell wiederkommen, buchstäblich innerhalb eines Jahres als Neugeborene auf dem Planeten. Der Grund ist, dass sie Älteste sein werden, wenn ihre Zeit ins nächste Leben zu gehen ist. Sie wären dann jene, die bereits beginnen, euch zu lehren, was ihr wissen müsst. Sie sind das fortgeschrittene Team
für den Frieden auf der Erde. So, jetzt seht ihr, wohin das führt. Sie mussten gehen, um schnell zurückzukommen. Sie mussten sich an den richtigen Ort angleichen und erwarten, wo sie danach sein werden, ihr Lieben. Liebe alte Seele, ihr müsst der Katalysator für sie sein, um sie das nächste Mal zu wecken, damit sie die Arbeit machen, die sie wählten zu tun. Also, wenn ihr in eurem nächsten Ausdruck inkarniert, werden sie dort sein und ihr werdet euch synchronistisch als eure Lehrer mit ihnen finden. Und sie werden jene sein, die euch am meisten beeindrucken. Und ihr werdet ihnen zuhören. Einige von ihnen werden tatsächlich vielleicht mit euch auf der gleichen Weise in Verbindung sein, wie ihr es dieses Mal mit ihnen seid. Oder dem sehr nahe. Und ihr werdet sie erkennen. Nichts davon mag sich für euch richtig anfühlen. Und wir wissen das. Einige von euch sind verletzt. So möchten wir mit euch ein System teilen, das respektiert, was ihr schafft. Die Saat der Zukunft zu setzen, hat von einigen der Seelen erfordert, früher dort zu sein, um das Wachstum zu beginnen. Ihr werdet später wieder hereinkommen. Einige von euch werden viel später dort ankommen, aber ihr werdet auch dort sein. In einer gewissen Weise erlaubt, diesen die Schärfe zu nehmen, außerhalb eurer Frustration und eurem Schmerz, um euch besser zu verstehen. Es liegt ein spiritueller Zweck in all dem und es ist richtig und in Liebe manifestiert. Das war das Erste. Das Jahr der Auflösung. Der zweite Punkt ist, dass wir dieses Jahr den Beginn der Auflösung nennen. Und das fühlt sich vielleicht nicht gerade gut an. Auflösung sollte ein sehr positives, schönes Wort in eurer Sprache sein. Es bedeutet Vereinbarungen, Balance und hat Attribute, bei denen jeder gewinnt. Aber das ist nicht der Weg, wie wir ihn sehen. Auflösung ist für uns ein sich lösendes Ungleichgewicht. Stellt euch etwas vor, das mitten auf einem Brett mit einem Stützpunkt im Zentrum balanciert. Es bewegt sich ständig in die eine oder andere Richtung und bleibt in keiner Richtung vollständig stehen. Jeder kennt die Wippe. Es schwankt und bleibt einfach jahrelang in einem Schwebezustand. Vielleicht bewegt es sich ein wenig, aber es funktioniert nicht vollständig in die eine oder in die andere Richtung. Und in diesem Jahr kann es funktionieren. Wenn ihr also ein Ungleichgewicht in den Gedanken habt, ist dies vielleicht die Zeit, in der ihr sie auf die eine oder andere Weise löst. Die Menschheit beginnt dies zu fühlen, zu sehen, und die mentale Unausgeglichenheit selbst zu lösen. Wenn jemand aus dem Gleichgewicht gebracht ist, kann er sich schließlich in volle Unausgeglichenheit verschieben. Viele von jenen gehen in ein gebissiges, snapsches Ja, und das habt ihr bereits in der eigenen Kultur gesehen. Ein Mann geht in ein Klassenzimmer und erschießt Kinder. Ihr wisst, dass dies nicht richtig ist. Es verstößt gegen intuitive, moralische, menschliche Werte und Bewusstsein. Aber ihr werdet viel davon in diesem Jahr sehen. Ihr werdet mehr sehen und es ist bedauerlich. Aber dies ist Auflösung. Diese Auflösung ist ein Festsetzen von der Art Unausgeglichenheit, die in der Form nicht existieren kann. In dem Grad und der Menge, wie es jetzt ist. Es kann nicht in der Energie existieren, die ihr schafft. Es muss gelöst werden. Und ihr werdet die gleichen Dinge in gewisser Weise in bestimmten Systemen sehen. Alles, was in einem Mittelpunkt ist, was jahrelang in ungelösten Konflikten und Unangemessenheit taumelte,
wird einen Weg der Auflösung finden. Nun, einiges davon wird sich positiv lösen und viel wird es nicht. Das ist der Grund, warum sich die Energie des Jahres für euch so fremd anfühlt. Daher gibt es so viele Verrückte, wie ihr es nennt, im Moment, die in den Vordergrund kommen. Deshalb geht ihr so vorsichtig, als ob ihr auf Eiern geht. Dieses Jahr der Vollmonde ist sehr passend benannt. Jetzt möchte ich euch ein anderes Merkmal von all diesem geben, das sich für einige von euch vielleicht anders anfühlt, dass einige von euch, die dies alles hören, sagen, nun, das ist nicht bei mir, Grime. Das ist ein gutes Jahr und die Dinge kommen ziemlich gut zusammen. Ich habe schließlich einige Lösungen für Dinge, die in der Vergangenheit schwierig waren. Jetzt lösen sie sich. Genau. Willkommen in der Auflösung. Für einige ist dies das Jahr, in dem die Dinge zusammenkommen. Dies geschieht aufgrund vieler Dinge, aber einer davon ist, dass die Energie jener um euch so anders ist, dass sich die alten negativen Merkmale, die benutzt wurden und den Weg versperrten, aufgelöst haben. Das ist Auflösung. Wie wir bereits vorher gesagt haben, gibt es Zukunft, die vielen von euch gezeigt worden war, von der ihr fühltet, dass es eure ist. Aber dann versuchtet ihr es in der Vergangenheit und das hat nicht funktioniert. Jetzt befindet ihr euch allerdings in einer Energie, die für Auflösung, Entschlossenheit und Erfolg steht, perfekt ist. Einige haben sich diese Dinge gewissermaßen manifestiert und lösen es in einer Weise, wo schließlich alles zusammentrifft. Deshalb ist dieses Jahr für euch ein gutes und ihr habt eine lange Zeit gewartet, damit sich einige Dinge manifestieren. Aber für die meisten von euch ist dies nicht der Fall. Jeder einzelne Weg eines jeden einzelnen Menschen und vor allem der alten Seelen ist absolut einzigartig. Es gibt kein Handbuch für alles oder einen Satz von Regeln, die für alle funktionieren. So werden einige an diesem Punkt von positiver Auflösung sein, aber für die meisten von euch ist es kein gutes Jahr. Die Anweisungen, durch all dies zu gelangen, sind die gleichen, die wir früher gegeben haben. Haltet aus, seid umsichtig, schont euch. Dies ist kein gutes Jahr, die Dinge kühl zu beginnen, da viel um euch herum sich löst und noch nicht ausbalanciert ist. Ihr könntet sagen, dass es sich das ganze Jahr durch wie die Merkmale eines rückläufigen Merkurs anfühlt. Und für einige von euch fühlt es sich wirklich so an. Also keine Furcht vor diesen Dingen, sondern betrachtet sie eher als die Änderungen, die sie sind. Blickt auf sie als Teil des tiefgründigen Puzzles, das ihr schuft und jetzt durchreißt. Stellt euch vor, dass der Kampf der Zeitalter vorbei ist. Stellt euch ein dreidimensionales Schlachtfeld vor, wo sich der Rauch verzieht und die Leichen alle aufeinander gestapelt werden. Damit ihr nach Hause gehen könnt, müsstet ihr durch das Schlachtfeld gehen. Und ihr müsstet alles und jeden Einzelnen sehen. Ihr müsst den Schmerz fühlen und ihre verzerrten Gesichter sehen, um zu verstehen, dass jeder Einzelne von ihnen jemandes Kind war. Dies wird das ganze Jahr dafür brauchen, um durch das Schlachtfeld zu gelangen. Und es wird sich nicht gut anfühlen. Ihr werdet nachts aufwachen und darüber nachdenken. Das ist die beste Metapher, die wir haben. Es ist unangenehm, diese sich sehr verschiebende Energie. Die Lebenstrainer und Leser, die in diesem Gebäude arbeiten, bearbeiten jeden einzelnen Tag dieses Puzzles und sie werden euch sagen, dass sie Menschen haben, die zu ihnen kommen, die niemals zuvor zum Lesen gekommen waren. Dies ist, weil sie mit ihrer Weisheit am Ende sind. Was passiert hier? Fragen sie. Warum ich?
Warum jetzt? Viele werden die Tendenz haben zu schikanieren und sich selbst tadeln, glauben, dass sich alles in einer hässlichen Weise gegen sie wendet. Ihr könnt es in euren Nachrichten sehen. Der letzte Punkt ist dieser. Alles um euch herum, meine Lieben, ist ein Beweis für das, was ich euch sage. Ihr habt gegenwärtig zwei Länder in Aufruhr und ein drittes geht dazu über. Alle drei sind beständig gewesen. Wer hätte gedacht, dass Ägypten ein Teil davon wäre? Ägypten schien für Jahrzehnte in Balance zu sein. Oder war es nicht so? Wenn ihr einen Blick darauf werft, warum und warum jetzt, werdet ihr das Timing von 2012 und 2013 sehen. Und es ist das menschliche Bewusstsein, das beginnt transparenter zu werden, transparenter zu sein und sagt, wir wollen nicht, dass wir jetzt das, was wir jetzt sehen, und wir wollen nicht die fortgesetzte Unausgeglichenheit in unserem Land verstehen. Wir sehen, dass es niemals besser wird und jetzt wollen wir endgültig die Auflösung. Das ist, was ihr euch anschaut. Es ist hässlich, dies zu betrachten, denn es ist Tod, Leid, Trauer und Aufruhr. Es ist Frustration und die Auflösung des Ganzen kann länger dauern, als ihr es wollt. Aber eines Tages werdet ihr zurückblicken und die Ergebnisse klar sehen. Die Masse des menschlichen Bewusstseins beginnt sich zu verändern und die Ergebnisse klar sehen. Die Masse des menschlichen Bewusstseins beginnt sich zu verändern und das erfordert auf eine gewisse Art und Weise Integrität. Regierungen wollen oft die alten Wege der Macht beibehalten, aber die Menschen wollen ihre Schulen, Krankenhäuser, sichere Straßen und Parks und Frieden mit ihren Nachbarn. So erwartet besonders dieses Jahr mehr davon. Je mehr Aufruhr ihr seht, desto mehr wird das Puzzle damit bearbeitet. Deshalb schließen wir diese Mitteilung in der Weise, wie wir begannen. Ich weiß, wer ihr seid, großartige Wesen. Ich sitze an euren Füßen in Ehrfurcht. Missversteht diesen Punkt nicht. Alte Seelen sind bei allen Übergängen der Menschheit hier gewesen. Versteht ihr das? Viermal kamt ihr dieser Verschiebung nahe, die ihr heute erlebt. Und viermal verpasstet ihr sie. Viermal starbt ihr im Prozess, es zu versuchen. Dieses Mal verpasst ihr es nicht. Verpasst dies nicht. Es gibt etwas innerhalb eurer Akasha, einen Erinnerungsknopf, der geschoben wird und ein Gefühl einspielt, das besagt, wir haben dies früher gefühlt und es ging nicht gut aus. Erlaubt dieser Energie nicht, euch zu definieren. Es ist der Knopf der Dualität und die Furcht, die sagt, dass die Dinge immer in jener Weise sind, wie sie sind und dass sie sich wiederholen werden, weil das einfach der Weg des Lebens ist. Nein, ist es nicht. Ihr seid großartig. Und ihr habt die Fähigkeit, an diesem Punkt zu beginnen, es zu sehen und es zu sagen und alle Furcht und die Stimme auf den Rücksitz des Lebens zu werfen und ihnen zu sagen, dass ihr jetzt die Verantwortung tragt, dass ihr der seid, der das Auto eurer Wirklichkeit fährt. Und das ist die Botschaft des Tages. Ich bin Crime. Verliebt in die Menschheit für das, was sie allen Widrigkeiten zum Trotz getan hat. Und so ist es, Crime. So. Ich hoffe, ihr könnt das mit abfangen. Mir hat Spaß gemacht, euch das vorzulesen. Tschüss.